Am Freitag hat die Unglücksserie begonnen. Der Brasilianer Ruben Barrichello verunglückt schwer und überlebt. Doch beim Abschlusstraining am Samstag hat der Österreicher Roland Ratzenberger keine Überlebenschance. Einen Anprall mit über 300 Stundenkilometern hält zwar das Monocoque, nicht aber Kopf und Genick aus. Und dann am Sonntag zunächst eine Startkollision. 7 Zuschauer werden schwer verletzt. Und dann erleidet Ayrton Senna dasselbe Schicksal wie Ratzenberger. Aber das Rennen geht weiter. Und schließlich werden 3 Mechaniker in der Box fast von einem Rad erschlagen. Wollen die Zuschauer das wirklich sehen? In Imola auf der Rennstrecke dämpft jedenfalls nichts ihre Begeisterung. Die letzten Aufnahmen von Roland Ratzenberger 3 Minuten vor seinem Tod. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass er für immer die Boxenstraße verlassen hat. Ayrton Senna, schon geschockt durch den Unfall von Barrichello, wird noch nachdenklicher. Als das Training abgebrochen wird, hoffen alle auf ein weiteres Wunder von Imola. Aber für Roland Ratzenberger kommt jede Hilfe zu spät. Es ist nicht viel zu sagen dazu. Ich weiß jeder Mensch, was da durch den Kopf geht. Sicher ist nur geschockt nach so einem Unfall, aber wer. Das Team hat einfach entschieden, nach so einem Unfall, wo man ja gewusst hat, dass der Unfall schwer ist, nicht mehr weiterzufahren. Es hat zuerst lange Diskussionen gegeben, dass das Training überhaupt nicht mehr vorgesetzt wird. Dann, dass keiner mehr fährt oder nur ganz wenige. Im Endeffekt sind alle gefahren. Aber bei uns war die Entscheidung, dass wir nicht mehr fahren. Und ich glaube, die Entscheidung war richtig. Will man dann gar nicht diskutieren. Mal anders mehr machen. Für den 31-jährigen Roland Ratzenberger schließt sich das Traumtor zur Formel 1, noch ehe es richtig offen war. Ich muss sagen, also für mich war der Roland ein Mann, der sein Ziel erreicht hat und das immer noch erreicht hat, insofern, dass er ja von dem Unfall nichts mitbekommen hat, außer dass er kurzfristig gemerkt hat, das Auto biegt ab und dieser kurze Zeitraum, der ihm geblieben ist, hat ihm keine Gedanken an den Tod geben können. Das heißt, das ist vielleicht das Einzige, was man sagen kann, dass er keinen Schmerz verspürt hat und dass er eigentlich in seiner eigenen Traumwelt geblieben ist. Die letzten Erinnerungsstücke im Haus der Eltern in Salzburg. Roland Ratzenberger hatte längst in Monte Carlo Quartier bezogen. Schon als kleiner Bub träumte er von der großen, weiten Welt. Der Motorisierung galt seine große Begeisterung. Als Kfz-Mechaniker und HTL-Schüler macht er seine ersten kleinen Rennversuche. Und mit 24 gewinnt er den ersten größeren Bewerb, ein Formel-Ford-Rennen auf dem Österreichring. 3 Jahre später folgt sein erster Sieg in der Formel 3. Mühsam und mit kleinen Schritten dient er sich hoch. Er hat sein Ziel also wirklich mit einer Zielstrebigkeit verfolgt, die meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Ich kenne niemanden, der so einen harten Weg durchgemacht hat, bis er in die Formel 1 gekommen ist. Und ich muss es auch dazu sagen, er hat immer sehr stark an sein Talent und an sich selbst geglaubt. Und es ist halt sehr tragisch. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans fährt er sogar einmal zusammen mit seinem Lehrmeister Walter Lechner. Langstreckenrennen faszinieren ihn. Und auch die Hektik, das Getriebe, der Geruch nach Abenteuer in den Boxen. Wir haben noch kleine Probleme und ich habe jetzt einen sehr schlechten Satz Reifen gehabt, wahnsinnig viel Untersteuern und am Schluss auch keine Traktion mehr. Also ich hätte noch ein bisschen schneller fahren können, aber wir sind jetzt fast bei den schnellsten Porsches dabei. Seine Freundin aus Afrika ist dabei, als er in Le Mans 1992 mit einem 5. Platz aufhorchen lässt. Wir haben wieder noch 12 Runden verloren, zuerst mit der Kupplung und dann mit dem Getriebe. Das hat uns den 4. Platz gekostet im Endeffekt, aber es war einfach ein normaler Getriebedefekt. Wir haben den 4., 5. Gang verloren. Und vorher ist der Kupplungszylinder kaputt gegangen. Also das sind Sachen, die ist einfach nicht, wo du nicht drinsteckst. In den 90er Jahren fährt Ratzenberger vor allem als Werkspilot in Japan. Seine Siege beim 1000-Kilometer-Rennen von Fuji und im Formel 3000-Bewerb von Suzuka werden aber in Österreich kaum registriert.
Umso überraschter ist man dann, als Ratzenberger 1994 der Einstieg in die Formel 1 gelingt. Mit seinem Syntec fährt er die ersten Testrunden ausgerechnet in Imola. Sein großes Ziel scheint erreicht. Und plötzlich ist er auch bei den österreichischen Medien ein gefragter Mann. Ja, wie kommt das, dass es so lange dauert? Ich habe schon gesagt, 10 Jahre etwa sind Sie prominent im Motorsport tätig. Ja. Dass Sie den Sprung in die Formel 1 jetzt doch noch geschafft haben. Ich wollte mich halt gern gut vorbereiten für die Formel 1, aber es hängt natürlich von sehr vielen Dingen ab, dass man in die Formel 1 kommt. Und das Wichtigste ist, dass man halt einmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist. Und jetzt war es halt der Fall. Der große Traum endet schnell und unerwartet. Nur einen einzigen Grand Prix hat Ratzenberger bestritten. Dann ist es dunkel geworden. Als Ayrton Senna das Schicksal ereilt, hat er bereits 41 Grand Prix-Siege errungen und ist 3-mal Weltmeister geworden. Die Betroffenheit in seiner Box ist groß. Aber das Rennen geht weiter. Larini freut sich über seinen 2. Platz und Schumacher über seinen Sieg. Und die Zuschauer jubeln mit, als wäre nichts geschehen. Erst knapp vor der Pressekonferenz erfährt der Sieger Schumacher, dass sein großer Rivale Ayrton Senna tot ist. Never have seen something like this. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir daraus lernen sollten, aus den Erfahrungen dieses Rennens. I hope we learn from this. I think there is a lot to learn from and we have to use this. And things like this, they shouldn't happen without taking the experience from it. It's the only thing I want to say and I can say. Gerhard Berger ist völlig gebrochen. Und der drittplatzierte Finne Mika Häkkinen findet nur Lob für die tolle Rennstrecke und die italienischen Fans. You need to keep the concentration all the time, very, very straightforward. And I like Italy. And I think it's a fantastic place. Atmosphere is fantastic, you know. Italian people make a good atmosphere. Gerhard Berger möchte sich am liebsten in der Masse verkriechen und gar nichts sagen. Wir wissen ja genau, dass sowas sein kann, dass immer Probleme auf einmal kommen, ist auch ein alter Hut. Also, tragisch ist schlimm, aber ich kann jetzt zehnmal sagen, einsteigen, nicht einsteigen, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Die Angst, ja. Es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, wem es passiert. Es ist einfach so, wenn ein solches Auto irgendwas ist, wie es gestern beim Roland war oder wie es heute beim Senna war, du bist nur ein Passagier, du kannst nichts mehr machen, das Auto fliegt raus und es war leider da zweimal ein Stellen, wo keine Auslaufzone ist und deswegen ist das passiert. Wenn du so zurückschaust auf das ganze Wochenende, was bleibt da übrig von diesem Albtraum Imola? Ja, mal sehen. Ich glaube, man muss das Ganze jetzt einmal aufarbeiten. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben mit uns selber genug zu kämpfen gehabt das Wochenende. Und ist ja im Rennen bei uns im Team was passiert und mit dem werden wir uns sicher beschäftigen. Die Trauer in den Straßen von Bologna ist groß. Vor dem Krankenhaus, in das Senna eingeliefert wurde, erfährt die Bevölkerung die Todesnachricht. In Brasilien wird die Meldung auf den Anzeigetafeln der Stadien verkündet. Die Fußballspiele werden unterbrochen. Die Fans schreien Senna, Senna. Eine dreitägige Staatstrauer wird ausgerufen.
Und Nelson Piquet, ein Vorgänger Sennas in der Formel 1, drückt aus, was alle empfinden. Brasilien hat einen der größten Sportler und Menschen verloren. Seinen ersten Sieg feiert Senna 1981 in Brands Hatch in der Formel Ford. Den ersten Grand Prix-Sieg in seiner Heimat Brasilien 1984. 40 weitere sollten folgen. Die Zuschauer begeistert Senna stets mit seiner aggressiven Fahrweise. Alle Formel-1-Fans diskutieren immer noch das dramatische Finish des Formel-1 Grand Prix von Spanien. So ein hartes Rennen. Nicht das aufregendste meiner Karriere, sagt Senna, das war Estoril voriges Jahr. Mein erster Sieg, noch dazu im Regen. Damals war die Freude größer. Danach kam der Sieg in Spa in Belgien. Aber Jerez war sicherlich das härteste Rennen von der körperlichen Belastung her. Zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere musste Senna das ganze Rennen hindurch um den Sieg kämpfen, von Start bis ins Ziel. Noch einmal das unglaubliche Finish. Fast kein Unterschied, nur 14.000stel trennten Senna und Menzel auf dem Zielstrich. Gerhard Berger, der Österreicher, war bei den Testfahrten schneller als Senna. Und Senna lobt ihn. Ein junger Bursch mit sehr viel Kraft, sehr viel Ehrgeiz. Hat ein sehr gutes Auto heuer, den Benetton Tolman BMW. Und wird immer besser werden im Laufe der Saison, noch bessere Ergebnisse erzielen. Denn Gerhard Berger hat die ganze Zukunft noch vor sich. Gerhard Berger steigt nach 3 Jahren bei Ferrari mit Saisonende aus diesem italienischen Traditionsrennwagen aus und geht zu McLaren Honda, also ins beste Formel-1-Team der Welt, das in den letzten Jahren in 24 Rennen 21 Mal gewonnen hat. Was glauben Sie, erwartet Sie bei McLaren? Senna. Das ist das Schlimmste, was mir dort erwartet. He's very aggressive. Ja, und Berger ist genauso aggressiv wie ich, sagt Ayrton Senna. Wir sind beide sehr aggressiv, wir haben beide den gleichen Kampfstil, den gleichen Fahrstil. Wir überholen mit sehr viel Risiko, so schnell wie wir können. Aber darum werden wir auch sehr gut zusammenarbeiten können. Wir sind gleich alt, haben die gleiche Mentalität als Rennfahrer. Es wird schon gut werden. Senna setzt sich aber auch immer für die Sicherheit der Fahrer ein und bezieht Stellung. Now it's once for all, it's clear in the mind of everybody. Weil jetzt endgültig allen klar geworden sein muss, nichts ist es wert, Menschenleben zu riskieren, so wie in diesem Rennen. Und darum müssen wir eine Lösung finden. Bei einigen Rennen hat Senna auch unglaubliches Glück. Vor allem zweimal in Mexiko. Es war brutal und ich bin nachdenklich geworden, sagt er über seinen Salto von Mexico City. Gerhard
Gerhard Berger hat Senna einige Male geholfen. Der Dank von Senna folgte 1991 in Suzuka. Wie auch immer, ich hatte das Rennen in der Hand. Ich führte, ich war ungefährdet. Aber wir haben 2 Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Ein gutes Verhältnis füreinander aufgebaut, mit großem Respekt. Er ist zwar manchmal ein bisschen verrückt, aber wir kommen sehr gut miteinander aus. Und er hat zu unserem Erfolg bei vielen Gelegenheiten beigetragen. An diesem Tag in Suzuka. War es Zeit, ihm einiges zurückzuzahlen. Senna und Berger 1986 in Kärnten in ihrer dritten Formel-1-Saison. Sehr bald waren sie Konkurrenten in der ersten Kurve der Grand Prix-Rennen. Spa 1986, Dreierkollision, Prost, Senna und Berger. Und Rio 1989, Senna auf McLaren kollidiert mit Berger auf Ferrari in der ersten Kurve. It's really difficult. Yet we have some friends. Ja, es ist schwierig. Aber man kann trotzdem Freunde haben. Wenn ich nur ein paar Wochen glücklich sein kann, dann habe ich schon eine gute Saison 1994 erlebt. By the end of the year, then I feel that we have done pretty well during the 94 season.